Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft im Kreativmodus. Gut, wir wollen dann mal die Fabrikanlage weiter ausbauen. Weiß ja nicht, was ihr davon halten tut, aber okay. Das soll jetzt so gesagt egal sein. Deshalb legen wir ohne zu blubbern los. Jetzt muss ich bloß noch. Grasblock, du kannst ja bewegen. Genau. Ein Geschwindigkeitsdrang wäre auch gut. Pium, 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 pium. La 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 la. Lustig. Und wie schön ich singen kann. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Aber okay. Ich will wieder die Fläche vergrößern. Dann vergrößern wir mal die Fläche. Es geht nichts über wunderschöne Fabrikgebäude. Es gibt nichts über Schöne, ach. Ich kenne mir nicht einmal so, was ich geredet habe. Mensch, bin ich ein Bengel, ey. Ich bin ein Bullshit-Bengel. Diese Beleidigung zu mir war echt hart. Aber, okay. Jam, 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 jam. Gut. Dann setzen wir drauf los. Lossetzen! Yeah! Cool! Augenblick. Ich würde die Fläche gerne noch größer haben. Das heißt, dann bauen wir mal die Fläche aus. Jupp, das ist nun mal so, das ist nun mal so, liebe Zuschauer. So ist das Leben von Stewie. Ey, Spider-Kill, hör mal auf so eine Mist zu reden. Ich kann aber nicht anders, nein. Und du kriegst mein Baba Aua. Ich krieg mein Baba Aua, alles klar. Ich bin nun mal ein idiotischer Let's Player. Aber das ist nicht mehr so. Ich bin nur mein Stiri und das war auch immer der Fall. Ey, Spider-Kid, dein Scheißgerede macht keinen Sinn. Das weiß ich. Und warum änderst du das dann nicht? Ich möchte einfach nicht. Wisst ihr, liebe Zuschauer, ich bin eigentlich so bequem im Erklären, aber. Was soll der Stewie damit erbringen? Meine anderen Idioten sind auch bequem. Hey, bleib mal nicht als Idiot, Spider-Kid, das geht mir gar nicht. Geh doch! Alles geht im Wunderland von Minecraft. Jetzt mal, ich will mal eine Kritik über Worte halten. Manche sagen Minecraft, manche sagen Minecraft. Was ist der Unterschied? Das frage ich euch jetzt mal, liebe Leute, das frage ich euch jetzt mal selber. Was ist daran der Unterschied zwischen Minecraft und Minecraft? Du mir das bitte erklären können, ich so doof sein, weil ich Spider-Kid heiße. Witzig. Witzig wie Bernd die Schule. Bernd das Brot, du Penner. Ich weiß. Naja. Okay. Zubi. Ist ja die Plattform wieder vergrößert. Das heißt, ich werde hier eine nächste Fabrikanlage bauen. Wenn du ein Heimer hast, mach ein Spiel mit Stewie oder
Ich bin nicht so klug in Erklärungen lesen. Spider Kid, bist du in überhaupt was klug? Nein. 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 Lustig. Witzig, 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 fritzig. Alles klar. Witzig, 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 fritzig. Was ist denn das wieder für ein Joke, ey? Das ist ein guter Joke, meine Freunde. Was soll denn daran ein guter Joke, denn ein witzig, fritzig? Fritzig ist ja auch witzig. Genau. Fritzig ist Image, Gubi. Oh yeah. Das Gerede macht keinen Sinn. Oh yeah. Mein Gesinge erst recht nicht. Oh yeah. Immer wieder geil. Und jetzt sag bitte nicht, immer wieder sagt das. Kommt ja Weihnachtsmann und tritt dir die Eier an. Schöner Spruch. Immer wieder sagt das. Kommt ja Weihnachtsmann. Ja, ich freue mich schon auf dies. Ich freue mich schon heute drauf. Heute ist Sonntag. Also ist das lustig. Immer wieder sagt das. Kommt ja Weihnachtsmann. Ist doch geil, hat mir selbst ausgedacht, ey. Erstmal vorhin Schlager-Diss, ey. Die nächste Schlager-Diss-Attacke. Immer wieder so, das kommt der Weihnachtsmann. Am Montag kommt Osterhase. Also kommt der morgen. Alles klar. Möchten Sie auch einen Sonntags-Weihnachtsmann bestellen, dann singen Sie einfach. Immer wieder so, das kommt der Weihnachtsmann. Und Spider-Kids-Spruch gekannt. Und Spider-Kids brucht schon keinen Wasser an. Ja. Ich hab mich mal wieder beim Reden aufgehangen. Ich weiß auch nicht warum. Warum passiert das immer mir? Ich weiß es nicht, Luigi. Hört mal auf, Luigi zu hören, du Idiot, ey. Ich weiß, ich bin ein perfekter Idiot. Tja. Alles klar. Schmeiß! Los! Beeil dich! Ja, alle durchziehen. Moment mal, hier ist so ein scheiß Wolf, der soll nicht in der Fabrik rumtanzen. Deshalb zumachen. Weil ich habe nämlich ein Detail vergessen. Das werde ich jetzt so schnell zeigen. So, den Quarzblock, yeah. Jetzt wird richtig gesäuelt, Alter. Gesäuelt. Oh, ey, wo kommen immer diese Sprüche her? Ey, das verstehe ich mal so gar nicht. Tja, das weiß ich selber nicht. Schlager. Immer wieder so, das kommt der Weihnachtsmann. Damit gießt bestimmt jetzt auch Typen auf den Nerv, ey. Aber, okay. Wenn man daran Freude hat, dann soll man die Freude ja auch keinen nehmen. Nur mal so MDR Sachsen-Anhalt angedacht. Ja, wo damals MDR1 früher haben so eine. Ich muss ja den Sender immer hören, weil der Busfahrer den gehört hat. Muss man den Sender immer hören, weil der Busfahrer ihn gehört hat und da. Ja. Da haben sie mal zu MDR Sachsen-Anhalt angedacht. Der MDR1 angedacht. Aber irgendwie vermisst ich auch meine Feld in der Schule. Und ich meine jetzt nicht, wen das lernen. Ich meine, ich bin also abhängig mit Kumpels. Ja. Muss ich irgendwie sagen, das vermisse ich ein bisschen. Find scheiße, dass das nicht mehr ist, ey. Find's einfach doof, dass man nicht zurückkehren kann. Ey, wenn du meine Fläche betrittst, ich brenne dich ab. Du kannst aber einen Kauf nehmen. Brauchst du nachfressen, nicht in der Fabrik. Du wolltest drauf anlegen? Dann zeige ich dir jetzt mal was. Keiner betretet meine Fläche ohne Befugnis. Ist das klar? Gut. Nur als Merkzettel. Horrorviecher nehme ich nicht in meine Anlage. Wie gesagt, der hat es drauf angelegt, Leute. Er hat es drauf angelegt. Und der singt jetzt wieder. Immer wieder sagt, das kommt der Weihnachtsmann. Ey, ein scheiß Spruch, ey. Dein Gesinge jetzt, Spider-Kill. Ich weiß. Und warum machst du das dann? Weil es lustig ist. Klar doch.
Zu werden so erzogener Psycho-Let's-Player. Was ich jetzt mal so machen kann. Psycho-Let's-Player. Alles klar. Alles klar. So, es kommt hier eine Eisentür rein. Ja, da haben wir unbefugte Spielwies nichts zu suchen. Noch ein bisschen Eisengitter daher. Lustig. Der meckert der Nikolaus noch was an. Oh nein, oh nein, oh doch, ja, ja, ja. Hier wird nicht gemeckert, hier wird geheult. Ja. Tolle Motivationsballer, okay. Hier wird geheult, denk doch mal nach, Bengel. Also nein. Also doch. Naja. Okay. Moment. Ich bin immer noch am Bauen. Nein! Oh, doch! Ja. Naja. Okay. So, Moment. Jetzt habe ich wieder so ein kleines Fabrikgelände. Falls man das für irgendwas verwenden tut. Ich glaube, hier mache ich eine Lagerhalle rein. Damit so gesagt, für die gezüchteten Eigenschaften. Ist vielleicht nicht gerade eine schnieke große Lagerhalle. Vielleicht brauche ich irgendwann noch eine. Aber okay. Moment. Nein. Gut. Geschwindigkeit 2. Okay. Ich meine dabei, es gibt doch mehr Geschwindigkeiten, aber da geht nur beim Mod-Programm. Leider. Okay. Ich baue da mal drauf los. Augenblick. Gut. Wie gesagt, ist so gesagt eben etwas größere Fabrik, keine Angelegenheit. Gut. Bisschen Beleuchtung wäre auch nicht schlecht daher. So, sehr schön. Damit ist die Fabrikhalle erneut gewachsen. Oh yeah. Meine Teile wächst ja wirklich gigantisch, ey. Wenn man dagegen die Bokern sieht, mal gucken von dem Turm aus, wie das so aussieht. Wenn da hinten die Fabrik spawnt. Gut. Ich weiß ja nicht, was ihr davon halten tut, dass ich in der Fantasy-Welt eine Industrieanlage bauen tue. Das kann ich leider nicht so sagen. Ob ihr das überhaupt cool findet, was ich hier gemacht habe, ist eure Entscheidung. Gut. Okay. Muss erstmal sowieso gleich gucken, was die Uhr sagt.
Wie lange ich jetzt in dem Part schon gehängt oder gehängt, alles klar. Wenn, wie lange ich in dem Part schon drinne bin. Oh, wir haben noch Zeit. Sehr schön. Gut, was machen wir als nächstes? Ich glaube, ich würde hier noch gerne so eine Türme bauen. Ich zeige euch, welche ich meine. Dafür nehme ich wieder den Schnelligkeitstrank. Und baue dann mal drauf los. Ich wollte wieder so einen Tank bauen, wie man das nennen tut. Ja. Die meisten können sich das schon vorstellen, was ich meine. Ich baue diesmal etwas größeren als die anderen kleinen Dinger da. Dann brauche ich aber auch eine große Fläche. Deshalb baue ich schon mal drauf los. Dass es auch irgendeinen arschgefickten Sinn macht. So B. So, Moment. Ich werde gleich demonstrieren, wie das Aussehen tut. Das Aussehen getutet hat. Ich glaube, das sieht perfekt aus. Moment. Es gibt nichts über Modernisierung. Nichts über eine moderne Fabrikanlage in der Fantasy-Welt. Ja. Ich weiß, ich hätte eigentlich von vorne anfangen müssen, aber wie ihr sagt, ich habe die Welt schon etwas länger gebaut, bevor ich überhaupt damit auf den Deal gekommen bin. Achso, bevor der PC verschrottet war. Stimmt, ja. Bevor der Windows, also ich habe den noch gebaut, bevor ich den noch gebohrt habe, wo ich den Windows 10 hatte. Aber okay. So, Moment. Gut. So stelle ich mir jetzt den Tank vor. Ich bloß noch nehme jetzt immer nicht brennbare Stoffe. Baue ich jetzt mal dafür so aus. Augenblick. Das ist ja schon mal, was ich denn als nächstes machen werde. Werde ich gleich zeigen. Stell mir jetzt so vor, das ist ein Erdgastank. Ich weiß ja nicht, wofür man in der Zucht einen Erdgastank brauche. Ist ja alles wieder meine eigene Vorstellung. Augenblick. Nein. Okay, suchen wir uns einen bestimmten Block aus. Aber einen, der auch Sinn macht. Zum Beispiel diesen Block. Und dann dachte ich, baue ich das jetzt in den Erdreich hier rein. Die Säule. Mir so vorgestellt. Warum ist da überhaupt ein Freiraum? Will ich ja mal wissen.
Wenn nicht ein Generierungsfehler. Aber okay. So. Augenblick, liebe Zuschauer, Augenblick. Mach schon hin, ne? Weiß bloß nicht, was das. Ach, Endstein. Jupp. Und dann werde ich jetzt mal daraus so gesagt ein Gerüst bauen. Aber mit Schnelligkeit bitte. So. Kann man sich nämlich so vorstellen, als ob hier so ein Rohr, so gesagt, eben da ins Erdreich reingeht. Und die Fabrik hat, wie heißt das, Erdöl oder Erdgas, so gesagt, abbauen tut. So. Sieht das schon mal perfekt aus, also Respekt an mir selbst, ach, für eine Stange, Respekt mehr an mir selbst, was ist denn das für ein Spruch, ey? Tja, das frage ich mich schon seit langem, liebe Zuschauer, was das für ein Spruch sein soll, das frage ich mich schon seit langem. Warum ich das jetzt gesagt habe. Moment. So. Werde ich dann noch ein bisschen andekorieren. So eine Rohre werde ich irgendwann auch im nächsten Part weiterbauen. Das hatte ich nämlich schon Anfang des Parts vorgehabt, das hier so gesagt zu erschaffen. Gut. Okay. Mal sehen, wie es von Weitem aussieht. Ja, okay. Gut. Mal sehen, was die Glock sagt. Bin ich ja schon ganz gespannt. Naja, okay, das war es erstmal. Bis zum nächsten Part.